Webinare sollten ja nicht nur aus einer Form von Präsentation bestehen. Wir werden diese Aufbaukriterien und Erfolgsfaktoren und so weiter ja heute noch kennenlernen, sondern sie sollten auch einen gewissen interaktiven Bestandteil haben. Und das zeige ich Ihnen sehr praktisch mit dieser Fragestellung, wie wir interagieren können. Zumindest geht es hier bei EduDip, bei dieser Plattform, recht gut. Das ist eine pfiffige Angelegenheit. Die Frage an Sie ist, wie bewerten Sie Ihre eigene Webinar-Trainerkompetenz? Ich werde jetzt das sogenannte Dashboard freischalten. Und Sie sehen oben in dem Balken, da sind einige Zeichen. Und neben dieser Mülltonne, ne, dieses Löschenteil, da finden Sie einen Pfeil. Und wenn Sie darauf klicken, dann können Sie jetzt auf der Folgefolie mit Ihrem Pfeil, so wie ich das jetzt auch mache, ich gehe mit meinem Pfeil hinein, sehen da meinen Namen, können Sie jetzt mal hinrutschen an die Stelle, wo Sie sich wiederfinden. Also wie schätzen Sie Ihre eigene Trainer-Webinar-Kompetenz ein? So, das ist jetzt für uns erstmal eine pfiffige Geschichte. Es ist ein Überblick für mich auch, dass ich weiß, wie sich das so in Ihren Erfahrungswelten verbreitet. Und für Sie alle einfach ein Überblick, was haben wir denn da so an Stand, Wissensstand und sowas in unserer Teilnehmerschaft sozusagen beieinander. Ja, ganz schön. Ich sehe also, alles wunderbar verteilt. Die wenigeren von uns haben viel Erfahrung, also mehr als 30 Webinare selbst schon gehalten. Es gruppiert sich so zwischen keine Erfahrung und schon mal was gemacht. So würde ich das jetzt mal sehen. Ja, vielen Dank. Und als Webinarleiter sozusagen können Sie jetzt oben in dem grauen Balken das Dashboard wieder schließen. Dann müssen sich die kleinen Pfeilchen und Namen und was da alles so rumflitzt, dann wieder verabschieden. Das habe ich jetzt gemacht. Also das ist ein interessantes kleines Tool, das ich Ihnen gleich mal so in der praktischen Übung vorstellen wollte, das Sie nutzen können, um in Interaktion zu gehen, aber auch um Überblick zu bekommen. Interaktion am Anfang ist ein wichtiges Element, um in das Webinar gut hineinzukommen, die Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu holen und auch zu steigern. Damit schaffen Sie gleich zu Beginn eine gute Basis für die weitere Vorgehensweise.